Das wird heute ein Festmahl für die Geier. Ich töte euch alle. Wahrscheinlich. Geil. Amunet. Sieh dir etwas an. Zeig etwas Anstand. So, dann reiten wir mal zu unserer nächsten Mission. Und was wir ganz kurz vorher gucken. Den Bogen, den wir zum Beispiel das letzte Mal bekommen haben, ich habe den mal direkt ausgerüstet. Das ist ein Jagdbogen und der hat zum Beispiel eine coole Fähigkeit, Schlaf bei Treffer. Das ist eine ziemlich coole Funktion oder Möglichkeit, zu einer 10%igen Wahrscheinlichkeit, wenn der getroffen wird, schläft er ein. Ja, oder betäubt ihn zumindest. Das natürlich ziemlich geil ist. Aber mal gucken, wie wir das Ganze funktioniert und wie das funktioniert, werden wir dann gleich rausfinden. Wir schauen erstmal, dass wir da. Ich glaube, wir sollten ein bisschen näher hinfliegen. Ja, irgendwo ist er. Weiß es ja nicht. Es muss zumindest hier in der Nähe sein. Ah, hier ist meine Kontaktperson. So, wir können aber noch ein paar Sachen hier aufklären. Hier ist ein Eingang. Das sind ein paar Sachen, was mir nicht gefallen. Wir bauen hier die Pyramiden auf. Wenn wir auf. Haben wir nochmal eine Mission. Was haben wir hier noch? Eine Kiste. Wachpersonal haben wir auch ein bisschen vor Ort. Ein paar zumindest. Was ich schnell aufklären kann. Wenn man feuert. Okay. So, wir können da entweder direkt durch, wir können Zwischenhalter machen und die Leute helfen. Ich soll Gamilat bei der Pyramide treffen. Nicht so glauben, gut, dass diese Pyramide abgetragen wird. Abgetragen wird. Aus welchem kranken Grund? Das ist eine gute Frage. Dieser Ort wird schwer bewacht. Schlaf, mein Freund. Schlaf und Schlaf. Okay, wir haben nochmal hier drüben ein paar. Geh mal hier über das Ganze lang. Noch zwei, die wir ausschalten könnten. Was? Nein. Das darf nicht sein. Egal. Soll er hochkommen? Egal, dann kämpfen wir gegen ihn. Zack, zack, zack. Und einmal ausweichen, zuschlagen. Oh, er hat's gedacht, er ist nicht so gut wie ich. Machen wir mal direkt unseren neuen Wurf ausprobieren. Versuchen, dass er schläft. Gut, oder ihn tötet. Ist ja die Hauptaufgabe. Ja, schau. Hat direkt schon funktioniert. 10% Wahrscheinlichkeit. Hat hier eingetroffen. Ahu! Minet Buma! Hier, Hero Nemi! Bitte schön. Ja, komm her. Ja, ich wollte auf seine Füße. Komm her! Nice.
Dann nicer dicer. So. Den Schwein haben wir uns hier ein bisschen mehr durchgekämpft, was auch mal nicht schaden kann. Und die bauen sie nicht auf, sondern tragen es ab. Ja. Ist natürlich ein bisschen später dran, von dem her. Das ist schon krass. So. Jamila. Bayek, unser Held. Gerade rechtzeitig. Wir wollen Tamose überfallen, ruf hier Steinmetz. Ah, steckt er hinter dieser Plünderung? Ja, der Tempel wird bald weg sein. Die Pyramide ebenso. Ägypten ist Tamose völlig egal. Dieser seelenlose Wecker hat Nabatea für seine traurige Arbeit für Rufio angestellt. Er würde den Römern Amun als Sklave geben, wenn er könnte. Das Volk braucht Monumente und heilige Stätten. Wenn sie verschwinden, verliert es den Lebensmut. Sie werden bleiben, wenn wir Ptahmose schnell genug töten. Okay, wir sollen eindringen. Holen wir uns Ptahmose. Erfolg, das ist die Gelegenheit, ihn zu töten, abseits vom Lager. Wir müssen es jetzt tun. Jojo. Wenn wir ihn töten, werden wir zu Legenden. Alles klar. Ich kämpfe mit ganzem Herzen an deiner Seite. Jo. Guten Tag. Wir haben den schnellen Weg gewählt. So, wir sollten auf jeden Fall die erstmal ausschalten. Also, wir kümmern uns erstmal um den hier da oben. Dass wir den schon mal haben. Dann gucken wir, dass wir vielleicht den dann ausschalten könnten. Oder kommen wir an den hier ran? Wenn wir einen Giftpfeil an den rankriegen, wäre auch schon nicht schlecht. Bei der Pyramide wimmelt es von diesen römischen Hunden. Sehr schön. Diese Zone ist tabu. Naja. Der wird jetzt zu ihm rüberrennen und wird sich wahrscheinlich anstecken. Wenn nicht, sorge ich dafür, dass er sich ansteckt. Das ist so geil, die Gefälle. Ja. Das sieht nach Ärger aus. Da! Das war kein Problem für uns. Hier legen wir mal eine Falle. Und die vergiften langsam. Ganz schön. Kotzen richtig her. Oh ja, geil. Jetzt macht's ein bisschen. Boah, so, wenn du so richtig tötest, dass es eine Wolke gibt. Jo. Und jetzt, wenn man durchläuft, ist halt richtig krasse Falle. Ja, aber einmal darf er zuschlagen, habe ich nicht gesehen. Ja, so letztes Mal. Versuch ihn richtig zu packen und ich steche ihm das rein. Oh, Schatzblende. Bin ich denn schon markiert? Ich bin mir nicht sicher, egal. Ich gehe jetzt mal hier runter. Da haben wir, glaube ich, den Schatz. Sehr schön, wir plündern wir das ganze Ding rein. Können wir noch mehr plündern, hier drüben können wir ein bisschen plündern. So, dann gucken wir noch mal rein. Was hat mir auf irgendwelche Fallen achten? Ich glaube, die haben schon, wenn dann alle ausgelöst oder deaktiviert. Wahrscheinlich. Mir geht's gut. Hier unten ist. Wahrscheinlich. Erstaunlich, nicht wahr, Bayek?
Hier unten muss ein Pharao begraben sein. Eine Geheimkammer unserer Vorfahren. Großartig, oder nicht? Suchen wir nach Schätzen, um unsere Sache zu finanzieren. Okay. Du bist auch dabei, okay. Sehr schön. Da oben scheint es, dass man so vieles haben könnte. Vorne auch. Was ist das? Was haben Sie hier unten bauen wollen? Wir müssen einen Weg hindurch finden. Und diese Pyramide? Ein gescheiterter Versuch der Harkers zu Ehren des Pharaos Amenmesse. Der Legende nach fiel ein heiliger Stein vom Himmel. Der Harker hat Splitter davon gesucht. Ich kann nicht so gut klettern wie du. Hilf mir, höher hinaufzukommen. Seriously, deswegen brauchen wir das Ganze. Weil er nicht klettern kann. Bleib auf der Plattform. Ich versuche sie zu bewegen. Hier noch ein Aufzug braucht er hier. Alles klar. Er kann keine Leiter klettern. Also, das wird doch jeder Mensch da hoch. Also, ich würde es ihm schon da hoch. Die Leiter gehen, dann Stangen hoch. Naja, egal. Bei den Göttern ist klar. Ich steige auf wie die Sonne. So ähnlich. Wir brauchen das hier noch auf jeden Fall. Ablegen. Wir brauchen noch mehr von den Teilen. Ich habe jetzt noch hier drüben noch mehr liegen. Ja, da liegt nur eins. Ich brauche bestimmt ein paar. So. Den nehme ich mir noch. Und der Typ so schwer ist. So, ich glaube jetzt, das sollte es reichen. Fast geschafft! Sehr schön. Ich bin am Ausgang bei dir. Ich danke dir, großer Verborgener. Ja, mein, du hättest nur die Leiter. Oh, gut, ich nehme sie nicht mal. Weil jetzt hättest du nur noch hier hochklettern müssen. So schwer ist es auch nicht. Aber der feine Herr, das war ihm einfach zu schwer. Ich muss schon die Klötzchen hier wegräumen. Weil er wahrscheinlich auch nicht durchkriechen kann. So auf die Art. Nee, wir hätten ja auch nicht durchgehen können. So. Ich lasse jetzt mal die hier fallen. Eine kleine Wegmarkierung. Überall Schlangen. Vater starb in einem Schlangenbiss. Komm weiter, mein Zenny. Diese Schlangen erinnern mich an Apophis. Ich habe ihn schon bekämpft. Schlangen kannst du am besten mit Feuer bekämpfen. Da ist noch mehr gerümpelt. Ja. Also dient Ptahmose Rom. Ja, oh, schon wieder. Ich glaube, er arbeitet sogar für Kleopatra. Bleib auf der Plattform. Ich lasse sie steigen. So, lassen sie steigen. Braucht man Gegengewicht, logischerweise. Ich geh mal hier hoch, einfach mal. Nein, das wollte ich nicht. So, ich wollte hier rüber. Da haben wir das Gegengewicht. Ich weiß nicht, ob wir hier hochklettern können. Egal, sollte es uns jetzt nicht in Rede war. Oh, können wir nicht noch weiter springen? Ah genau, halten so eine Fackel fest. Kein Problem. Ist überhaupt nicht schmerzhaft oder so. Den können wir ziehen. Das müsste ich glaube ich mal irgendwo ausreichen. Gewicht. Mit mir dann drauf. Der feine Herr. Das stelle ich mir schon eher schwerer vor, hier zu klettern. Das kann ich verstehen. Ah ja, schon verrückt. Nee. Beziehungsweise ich glaube, hier sind die Splitter von den Sternen. Was hast du gefunden? Wir hoffen heiligen Splitter. Gehen wir weiter. Ja gut. Das kannst du machen.
So, hier ist aber sonst nichts mehr. Hey! Würde ihn packen, sich? Hey, was? Frisch das, verarscht? Du Ratte! Die Probleme halten an. Er wird wieder er hat ihn nicht gepackt, er war direkt an ihm dran. Und dadurch müssen wir jetzt. Gut, dass es wenigstens in Bayern nicht funktioniert. Ich treffe ihn! Also, ich habe ihn nicht damit getötet, okay. Karten mit Ketten geworfen. Sehr schön. Bin in Reichweite! Ja, dann komm her. Wenn du ein Reicher der bist. Bin auch gleich in deiner Reichweite hier. Komm her. Wow. Ja, letztes Mal. Fangen! Yeah! Funktioniert. So. Das haben wir. Müssen wir mit ihr sprechen. Das tun wir genauso. Aber bis jetzt haben wir Schätze noch keine gefunden. Behalte die Schrift. Mir bedeutet sie nichts. Vielleicht erfährst du etwas daraus. Ich bewege die Rebellen in meinem Stützpunkt zum Angriff auf Tamose. Dann sterben viele Unschuldige. Ich mache es allein. Wie du willst. Komme über ihn wie die himmlische Seele. Ein rätselhaftes Gedicht. Also das wird wahrscheinlich später werde ich den Todtempel erkunden. Jo. So, wir müssen uns ein bisschen bewegen. Schau mal in die Richtung. Irgendwie eine Sonne. Ich sage, reisen wir da schnell hin. Ja, wenn ihr auch mal eine Idee habt, wie man am besten Geld verdient. Also ich weiß, dass man halt am besten jagen gehen soll und dann zu verkaufen. Und das weiß, dass es halt gut Geld gibt. Aber wenn eine bessere Methode wisst auswendig, sagt es mir gerne. Habe ich nichts dagegen. Fühlt mir leichter. Weil ich will noch ein paar Sachen upgraden nochmal in den nächsten Wird. Aber das ist halt immer so das Ding. Hat halt kaum Geld. Du bist kein Steinmetz. Und Amun wohnt nicht in deinem Kar. Nur Anubis. Ja, auf jeden Fall, wir erkunden mal ganz kurz nochmal das hier, bevor wir reingehen. Man sieht, das sind einige Wachen hier drüben. Unterwegs, auf der Mauer auch. Das ist eine Balliste. Soll das sein? Erleichtert sich. Achso, okay. Den brauchen wir jetzt nicht sehen. Gut, die interessieren mich eigentlich da drüben weniger. Das sind nur nicht die hier wichtig auf dem Schiff. Ja. Okay, sonst sind wir keine mehr. Okay. Schauen wir uns mal genauer an. Wir sind auch fast Level 47 schon. Finde ich auch nice. Gut, man muss sagen, er kriegt jetzt auch richtig gut EP. Ein neuer Ort entdeckt. Uh, 25 EP. Jetzt muss ich vorsichtig sein. Der absolute Wahnsinn. Oh, hier ist einer. Nicht mehr. War einer. Ich weiß nicht, ob da oben noch einer ist. Ich glaube mal. Dass einer sein könnte. Nein, das ist keiner, okay. Sehr schön. Looten wir das mal und gehen mal rüber auf die Balliste. Wir versuchen da die Leute auszuschalten. In der Balliste. Ich hoffe, ich irre mich nicht. Keine Munition. Was ein Zufall. Okay, dann machen wir das anders. Einmal so. Und noch dazu. Wen können wir denn vergiften? Die sind schon alle vergiftet. Sehr schön. Also die wird
Gut erwischen. Ah, das war schön. Man muss manchmal auch ein bisschen höher ziehen einfach. Um dementsprechend die Leute zu erreichen. So. Sonst werden alle schön vergiftet nach und nach. Und zu sterben sind dementsprechend auch eine größere Wolke. Das heißt, ich töte mal den hier. Und die werden dann zu ihm hingehen. Logischerweise. Im Normalfall. Und der verbreitet dann eine Wolke bei sich. Was ziemlich, ziemlich nice ist. Boah, keiner geht zu ihm hin. Nein. Na, wir können ja mal gucken, ob wir die erwischen. Wer hat mich jetzt da gesehen? Hm, wahrscheinlich die da hinten. Er soll da hochkommen. Na, komm her! Ja, ich treffe hier gerade gar nichts, wie ein Profi. Ich vergifte sie mal weiter. Meine Freunde, nicht mit mir. Komm her. Jo, mein letzten Fall habe ich an dich verschwendet. Den kriegst du auch wieder dementsprechend zurück. Komm, die Chance muss sein, dass er einschläft. Oder die Chance muss genug sein, dass wir ihn töten. Auch nichts dagegen. Durchspannen, ziehen, Feuer. Ah. Haben wir? Wenn ihr von oben die Runde zu starten, das ist ja keine große Kunst. Oh. Aha. Ach, dadurch ist es vergiftet, jetzt wacht er wieder auf. Was für ein Fall. Nee, egal. Können wir den ausschalten? Geht dann jetzt hier noch einen Keks? Ah, komm her. Ja, das ist doch noch vergiftet, doch. Also ja, hinten, da ist auf jeden Fall noch mal richtig die Wolke. Ah, danke. Hallo, Vögelchen. Genau, ich sag, danke, Senu. Ah, wie geht's dir denn so? Hm? Ich glaube, dass es ihm nicht ganz so gut geht. Das soll doch mal hochkommen. Nicht kotzen, mein Kumpel. Ich hab gleich Zeit für dich. Ja. Ich glaube, das Gift verträgt ihn nicht so gut. Rufio, die Splitter entziehen sich uns immer noch. Der Orden ist ewig. Du bist vergänglich. Bisschen strange, würde ich behaupten. Boah, mei. Ja, ein bisschen süß. Ah. Au. Ich sollte den Verborgenen gute Nachrichten bringen. Ja, scharf gesehen verbessert. Einmal frei. Mal Bericht erstatten. Das tun wir doch ganz ja auch. In der Stadt wieder. In unserem Lager. Stimmt, wir haben ja hier eins. Reißen wir doch mal schnell hin und berichten mal das Ganze, was wir getan haben, was wir gesehen haben und nicht mehr getötet haben. Was so wird, der Bereich wieder ein bisschen sicherer geworden ist durch uns. Ja, Kriegselefanten sind die stärkste Gegner im Spiel. Ja, gegen die hatten wir auch schon das Vergnügen. Geronimo!
kann. Drei tot. Wie versprochen. Bleibt noch Rufio. Mhm. Die Todesnachrichten werden ihn in den Sinai locken. Gamilad ist jetzt der Held im Land. Die Leute reden nur noch von ihm. Machst du dir Sorgen? Die Sache der Rebellen ist gut. Aber allzu oft werden auch Unschuldige in ihre Kämpfe verwickelt. Und viele sterben dabei. Hast du mit ihm darüber gesprochen? Für ihn sind sie Märtyrer. Oft schließen sich ihre Familien den Rebellen an. Kashta! Feuer! Raus hier! Leute, hier! Ah! Trag sie raus! Durch den Gang! Haben die uns bitte auf die Schliche? Frage ich mich. Klar, wir haben drei Leute getötet, aber die wissen noch nicht, wer es war. Na, keine Ahnung. Das wird heute ein Festmahl für die Geier. Ich töte euch alle. Wahrscheinlich. Geil. Amunet. Zieh dir etwas an. Zeig etwas Anstand. Ist Amunet eigentlich Eier gewesen? Oh, ich hab keine Ahnung. Du hast zu viel Aufmerksamkeit erregt. Ja, ich glaub schon. Sogar Rom weiß vom Büro im Sinai. Ich weiß, das Feuer war der Beweis. Jetzt müssen wir Tahira und Kashta finden. Sie schmoren in der Festung Klostra. Ich schleiche mich rein. Ich übernehme die Umgebung. Da sind überall Centurios. Wir treffen uns auf der anderen Seite. Wenn wir unsere Verborgenen wieder haben. Ja, okay. So, also könnt ihr gerne gut da schreiben. Ich weiß es gerade auswendig nicht mehr. Aber sie hört sich irgendwie an wie Eier. Ja, ist auch schon wieder ein bisschen eine Weile her. Aber ich gehe mal aus, es müsste schon Eier sein. So. Sozusagen kam die letzte Rettung. Die Frage ist, wenn es wirklich Eier ist, ist ja Rom, weil ich glaube, sie ist ja Rom eigentlich unten gewesen, oder nicht? Ah, genau, weiß ich nicht mehr. Zumindest gerade halt wieder zurückgekommen. Kann auch ein anderer Charakter sein, ich kann mir auch kommentieren. Ihr werdet es bestimmt wissen, vielleicht. Ich könnt mich dann korrigieren dementsprechend oder mir zustimmen. Das sehen wir dann ganz. So. Ich werde das Ganze mal auf jeden Fall noch ein bisschen aufklären. Können die Rettet. Ja, die sind hier vorne. Alles klar. Da vorne sind sie drin, sind sie gefangen. Ja, und wir können das Ganze umgehen. Ja. Das sind sogar zwei Spots, wie ich gerade merke. Nicht nur einer. Oder wir gehen halt frontal hier drauf zu. Ich würde sagen, wir klettern erstmal hier hoch. Und dann das Ganze dann dementsprechend uns genau angucken und dann befreien. Aber gut, ich würde sagen, ob das jetzt ganze Eier ist oder nicht, oder wer es auch immer genau ist, könnt ihr mir bestimmt in den Kommentaren verraten. Hoffe ich doch mal. Und wir sehen uns auch wieder in der nächsten Folge. Lasst doch gerne einen Daumen da oben, wenn es euch gefallen hat, dementsprechend. Und würde selber euer Feedback freuen in den Kommentaren. Bis dann.